Regieren gibt. Nun, ich möchte mein Statement, Eingangsstatement ein wenig so fassen, dass ich kurz skizziere, wie es zu diesem interessanten Programm, ich nenne es mal interessantes Programm, zur Entwicklung und Erschließung der Künste beim FWF gekommen ist. Und diese Historie kurz aufrollen, um auch zu zeigen, dass nicht unbedingt immer die Beweggründe oder das strategische Kalkül für eine Sache die Sache letztlich hinlänglich definieren, sondern dass es sich vielleicht im Resultat auch noch größere Erfolge, und Möglichkeiten ergeben. Anfangs war der FWF in seiner gesetzlichen Konstruktion oder ist es noch immer dafür da, Grundlagenforschung und Projekte im Bereich, so steht es im Gesetz, zur Entwicklung und Erschließung der Künste zu fördern. Gerade dieser zweite Bereich war einer, der von Seiten der Kunstinstitutionen, der Kunstuniversitäten dem nicht ausreichend Genüge geleistet wurde, so die Interpretation. Dann hat es einzelne Programmversuche gegeben, um dem doch auch gerecht zu werden, dieser Idee Entwicklung und Erschließung der Künste, was auch immer darunter zu verstehen ist, entgegenzukommen. Da gab es das Translational Research Programm, das es noch immer gibt, und eben das klassische Kernprogramm, wo man immer gesagt hat, ist eine Exzellenz vorhanden in Frage des Forschungsansatzes, dann kann ein künstlerischer Ansatz auch dort realisieren. Das war aber nicht genug und es hat weiterhin die Interessenslage so, eine solche Interessenslage bestanden, dass die Kunstuniversitäten sehr stark ministeriell, aber auch beim FWF vorgesprochen haben, dass es noch eine eigene Konstruktion für ein solches Programm braucht. 2008 in einer budgetären, sehr prekären Situation hat sich das Ministerium letztlich dann doch dazu entschlossen, dieses Programm oder ein Programm, welches diesem Entwicklungserschließungs der Künste Ansatz gerecht wird, umsetzen zu lassen vom FWF. Und der FWF hat im Grunde, das stimmt schon ein wenig, soweit ich es zwischen den Zeilen herausgehört habe, diese Tendenz, war durchaus skeptisch eingestellt, diesem Ansatz der Kunst auch die Möglichkeit zu attestieren, erkenntnisgewinnend zu agieren. Hat sich gefragt, wie machen wir das jetzt wirklich gut und eine Letter of Interest Phase eingeleitet, um einmal zu sehen, wie die Community, wie die potenziellen Interessenten, Interessentinnen für ein solches Programm auch vorhanden wären und wie viele in welchen Bereichen vorhanden wären. Das ging wirklich anfangs schon die Idee davon aus, die Literatur genauso wie die bildende, darstellende, jegliche Kunstsparte hier in das Programm, mit diesem Programm eine Möglichkeit zu bieten. 200 Letters of Interest sind eingegangen beim FWF und auf Basis dieser Kurzbeschreibungen von möglichen Projekten hat sich dann eine Kerngruppe von Fachleuten der einzelnen Fachdisziplinen zusammengesetzt und das Programmdokument überarbeitet, welches im Entwurf vom FWF vorbereitet war. Es hat sich dann herausgestellt, dass dieses Programmdokument sehr schlank geworden ist, so wie prinzipiell die Idee des FWFs in seiner Förderaktivität jene ist, immer sehr schlank zu arbeiten. Damit meine ich jetzt einen sehr engen Kriterienkatalog nur zu entwickeln. Nie zu sagen mit den einzelnen Ausschreibungen, mit den einzelnen Programmen, was gefragt ist. Also es geht nicht darum, thematische, das ist immer dieser Begriff, thematische Förderungsaktivitäten ins Land zu holen, sondern es geht darum zu schauen, was die Community bringt. Und deswegen sind diese Kriterien immer sehr klar, einfach, da geht es um den einzelnen Fachbereich, da wird nie gesagt in diesem Fachbereich, sondern jener Fachbereich, der dann beantragt wird. Und da sind wir schon bei dieser Frage mit dem Design, mit dem Designmoment. Die Idee oder die Interpretation, dass das, was dann gefördert wurde, letztlich eine Leistung des Förderers ist oder eben keine Leistung des Förderers ist, ist insofern nicht richtig, als der Antragsteller, die Antragstellerin selbst definiert, was eingereicht wird, was nicht. Und jedes Projekt wird letztlich dorthin attribuiert, wo der Antrag am besten aufgehoben ist, welche Fachexpertise am besten vorhanden ist. Gut, das zu diesem schlanken, möglichst schlanken Programmdesign, das entwickelt wurde.
Es gab dann eine erste Ausschreibung mit ca. 65 Einreichungen und 7 Projektbewilligungen. Es kam im Folgejahr zu einer weiteren Ausschreibung mit ca. 48, also es blieb immer in diesem Einreichniveau. Wir haben jetzt die dritte Ausschreibung gerade laufen. Hat sich verstetigt, das sind ungefähr 50 Anträge letztlich wiederum beim FWF eingegangen. Und diese werden, wie in den ersten 3 Durchgängen auch, ausschließlich von Experten, Expertinnen in diesem jeweiligen Fachbereich für den individuellen Antrag begutachtet und haben damit dann die Möglichkeit, die Fachbereiche oder die Experten selbst zu überzeugen. Es ist eigentlich die Idee, ein Gespräch peer-to-peer zu ermöglichen. Also der Antragsteller wird mit seinem oder mit ihrem Experten direkt in Kontakt gebracht und zur Begutachtung. Ja, und so läuft das jetzt in der dritten Runde. Ich kann schwer etwas über die methodische Konfiguration eines solchen Programmes sagen, außer dass es dem Grundverständnis der Unterschied zum klassischen Wissenschaftsprojekt jener ist, dass man auch denkt, die Kunst hat die Möglichkeit, erkenntnisgewinnend zu agieren, und dieser wird hier jetzt auch ein Forum geboten im Rahmen des FWF. Es geht wohl darum, den State of the Art zu referieren im Rahmen eines solchen Projektantrages. Das braucht aber nicht ausschließlich Fachliteratur zu sein, auf die man sich bezieht, sondern man kann sich auf jegliche Referenz beziehen, man kann jegliche Medien darstellen in so einem Antrag. Das Gleiche gilt auch für einen Lebenslauf, der braucht auch nicht jetzt dieser Regel, dem Reglement zu entsprechen, wie es einer klassischen wissenschaftlichen Lebenslauf entspricht. Das kann wirklich adäquat der einzelnen Fachbereiche, der einzelnen Kunstdisziplinen erfolgen, was aber dann eben auch von diesen Kunstdisziplinen, von Experten, Expertinnen dieses Bereichs gelesen wird und also auch verstanden werden kann. Ja, und ich möchte jetzt mal vielleicht dabei belassen, kurz zu zeigen, wie dieser Rahmen hier aufgestellt ist, wo es auch für Designwissenschaft oder die Frage des Designs Möglichkeiten gibt, Anträge zu stellen und hoffentlich auch erfolgreich darin dann zu sein, und gebe weiter gerne.